Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 mit dem FC Chelsea London. Das Champions League Achtelfinale steht an, und zwar müssen wir gegen Benfica Lissabon. Ja, das wird ein richtig spannendes Spiel werden, weil Benfica Lissabon ist ja momentan richtig gut drauf. Und ja, das Hinspiel findet zu Hause statt, also wir spielen an der Stamford Bridge. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gewinnen, wäre nicht schlecht, weil wir brauchen eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel. So, Tornos haben wir nur Menu gegen Barcelona im Topspiel. So, und wir werfen kurzblick auf die Aufstellung. Ja, ihr seht, hier wieder umbauen müssen, weil wir haben diese Woche insgesamt 4 Spiele. Und das ist so extrem, wie ich das mit der Fitness hinbringen soll. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Deswegen spielt heute mal die Mannschaft. Ich hoffe, wir werden es gut machen. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Schick mir die Teams mal aufwärmen und los geht's. Und damit geht es los. Das Champions League Achtelfinale Hinspiel steht an. Der FC Chelsea London empfängt zu Hause an der Stamford Bridge Benfica Lissabon. Und das ist natürlich eine wichtige Begegnung für beide Teams. Beide Teams wollen ins Viertelfinale. Und für Lissabon, für Benfica Lissabon, für dieses ist was ganz Besonderes. Denn dieses Jahr findet das Finale der Champions League in Lissabon in ihrem eigenen Stadion statt. Und es wäre natürlich extrem wichtig, wenn die da einziehen können. Es wäre natürlich eine absolute Überraschung, weil mit Benfica Lissabon rechnet niemand, dass die bis ins Finale kommen, aber vielleicht ist es ja möglich, wer weiß. Auf jeden Fall der FC Chelsea momentan richtig gut drauf, haben sich in der eigenen Liga sehr gut oben platzieren können und in der Champions League soll es jetzt diesmal auch weit gehen. Hier sehen wir die beiden Kapitäne, ja, John Terry ist nicht mit angereist, ist nicht fit geworden, dafür ist David Luiz mit der Kapitänsbinde heute unterwegs und hier sehen wir schon, ja, viele Veränderungen, viele sind nicht fit geworden. Dante ist sogar mit Fitnessproblem hier in der Startaufstellung. Hoffentlich kommt er durch. Und hier die Aufstellung von Benfica Lissabon. Natürlich, die werden heute schauen, dass sie vielleicht, ja, ein Auswärtstor wäre wichtig für Benfica Lissabon und vielleicht ein Unentschieden, das wäre ein ganz gutes Ergebnis. Natürlich, der FC Chelsea muss auf jeden Fall hier heute versuchen, so gut wie möglich die Partie um die Runden zu bringen. Gut, damit geht's los. Benfica Lissabon hat Anstoß, das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Benfica Lissabon und dem FC Chelsea dann ist eröffnet. Wir werden gespannt sein, welches der beiden Teams sich hier eine gute Ausgangslage schaffen kann, um ins Viertelfinale einzuziehen. Natürlich hier die Champions League, viele, viele Millionen Gehälter sehen wir hier auf dem Platz. Und auch die Gewinnsumme ist ja enorm hoch, was man hier in der Champions League gewinnen kann. Und Benfica Lissabon bereitet den ersten Angriff vor, der kommt nicht schlecht, wird geblockt von Dante. Der Ball immer noch im Chelsea-Strafraum, aber da kommt Willian. Und jetzt erstmal raus das Ding über Kallas. Jetzt Kallas schickt hier Samuel Eto'o. Eto'o hat ihn. Eto'o mit dem schönen Ball zu David Silva. Das ging jetzt richtig schnell. Jetzt David Silva mit dem Ball zu Schölle. Schölle im Abseits. Gut gedacht hier von David Silva, aber Schölle leider hier ganz knapp im Abseits. Schwere Entscheidung. Schiedsrichter liegt, glaube ich, richtig. Und damit geht es Freistoß für Benfica Lissabon. Über Luisão. Weit zu Lima. Schmeißt sich Dante rein. Klasse gemacht von Dante. Holt ihn mal zurück. Jetzt Schölle, Schölle runter zu Van Ginkel. Van Ginkel sieht Willian mitlaufen. Jetzt Willian. Willian vorne startet Van Ginkel, aber der Ball geht zu weit. Da kommt Van Ginkel nicht mehr ran. Der Torwart Arthur Morales im Tor von Benfica Lissabon sicher am Posten. Und weiter geht es in die andere Richtung über Perez. Hoher Ball zu Salvio. Maxwell macht das sehr stark, holt den Ball zurück. Und jetzt Van Ginkel. Van Ginkel erstmal raus wieder zu Maxwell. Maxwell schickt hier Schölle. Schölle zu Matic. Matic zurück zu David Silva. David Silva, oh, verliert hier den Ball. Bekommt ihn nicht zum Gegenmitspieler. Dann kommt Dante angerutscht, kann den Ball nicht klären. Und jetzt gibt es die erste Chance. Lima ist durch, Kallas hinterher und Kallas kann ihn klären. Wichtig, wichtig, dass der Kallas noch rankam. Sonst wäre es eine Riesenchance gewesen für Benfica Lissabon. Jetzt kommt da schon wieder Chelsea über David Silva. Schöner Ball auf Samuel Eto'o. Eto'o ist schnell. Eto'o setzt sich gegen Luisão durch, aber der kommt irgendwie noch ran und kann den Ball vom Stürmer vom FC Chelsea abnehmen. Und jetzt geht es wieder in eine andere Richtung, über Rodrigo. Dann weiter zu Salvio. Matic kommt, versucht zu stören. Wieder der nächste hohe Ball. Kommt diesmal nicht an, geht ins Aus und es gibt Abstoß für Peter Cech im Tor von FC Chelsea. Ja, bis jetzt so eine richtig große Torchance gab es ja bis jetzt noch gar nicht. Also beide Torhüter hatten wenig zu tun bis jetzt. Und hier steht erstmal David Silva wieder im Abseits. Diesmal deutlich. 1-2 Schritte zu viel.
Und dann gibt es Freistoß für Benfica Lissabon. Ja, Viertelstunde ist hier schon rum. Das hochklassige Fußballspiel ist Semi hier noch nicht. Aber wir haben ja natürlich noch Zeit. Das Spiel dauert natürlich noch länger. Oh, hier David Silva wieder hart angegangen. Verliert den Ball. Und der nächste hohe Bein, die speziell so momentan regieren echt die hohen Bälle bei Benfica Lissabon. Viele hohe Bälle. Die Hälfte kommt ungefähr an. Und wenn einer ankommt, dann wird es ziemlich gefährlich. Jetzt Matic. Zusammen mit Eto'o. Eto'o schickt David Silva. David Silva hat jetzt mal ein bisschen Platz. Versucht in den Strafraum zu kommen. Wird aber jetzt von 2-3 bedrängt. Spielt zurück zu Van Ginkel. Van Ginkel verliert hier beinahe den Ball. Aber jetzt zusammen mit Tor, der Ball kommt nicht hoch, holt ihn sich nochmal zurück. Jetzt die, vielleicht die Chance von Ginkel und dann legt er vor für William. Der kommt aber nicht ran. Aber Chelsea bleibt weiter in der Gefahrenzone. Über Maxwell. Maxwell mit dem Fehlpass. Und dann ist der Ball auch schon wieder weg. Jetzt Salvio. Salvio bedrängt da die Gegenspieler. Oh, und da kommt Dante nicht ran. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's richtig gefährlich und da ist das Tor. Da ist das 1:0 für Benfica Lissabon. 25. Minute. Lima knallhart unten eingenetzt. Keine Chance für Peter Cech. Benfica Lissabon geht in Führung. Dante hier mit dem Fehler. Callas keine Chance gegen 2. Wunderschön gemacht. Lima trocken in die untere Ecke und damit steht es 1:0 für das Auswärtsteam. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Also das hätte nicht passieren dürfen. Dieses Auswärtstor. Und dann jetzt auch noch die Führung für Benfica. Das wird sehr, sehr schwer hier für den FC Chelsea, hier das noch rumzubiegen. Das wird nicht einfach. Jetzt Van Ginkel. Van Ginkel im Strafraum. Erster Torschuss wird geblockt. Aber immerhin müsste es den ersten Eckball geben. Jawohl, erster Eckball für Chelsea über William. William, da ist David Luiz. Kopfball kommt aufs Tor. Nochmal Eckball. Gut pariert vom Torhüter. Hier sehen wir es nochmal. Eckball kommt gut. David Luiz kommt auch zum Kopfball, aber sicher gemacht. Nächster Eckball für Chelsea. Wieder über William. William, ist er, sucht der Dante. Dante kommt da nicht hin. Jetzt Samuel Eto'o außerhalb vom Strafraum. Samuel Eto'o raus zu Matic. Matic nicht im Abseits. Zurück zu Eto'o. Oh, Ball wird abgefangen. Das ist natürlich jetzt wieder richtig riskant. Aber Matic holt den Ball zurück. Jetzt Matic. Schöner Ball zu Samuel Eto'o. Der hat jetzt ein bisschen Platz. Bringt die Flanke. Da ist Schürrle. Kommt nicht ran. Aber Van Ginkel kommt hier nicht zum Ball. Benfica Lissabon macht das momentan sehr stark. Die stehen hinten defensiv optimal. Da tut sich der FC Chelsea sehr, sehr schwer. Und vorne sind sie immer brandgefährlich. Also wir haben es gesehen mit diesem schnellen Gegenangriff. Dante hat gepennt. Und dann war es auch schon passiert, das 1:0 für Benfica Lissabon. Und hier kommt schon wieder über Perez. Perez. Sofort wieder Chelsea dazwischen und weiter geht's über David Silva. Mit dem Ball zu Eto'o, der startet nicht. Luisao ist vor ihm am Ball. Erstmal zurück zum eigenen Torhüter und der erstmal wieder ins Mittelfeld. Chelsea versucht den Ball zurückzuholen, gelingt nicht. Jetzt kommt Salvio mit dem Ball zu Rodrigo. Und weiter geht's über Salvio. Wieder viel Platz für Benfica Lissabon. Aber dann holt ihn sich Maxwell zurück den Ball und weiter geht's über Matic. Matic schickt David Silva. David Silva sofort wieder von 2-3 angegangen, aber holt zumindest den Einwurf raus. Das wird hier ein richtig schweres Spiel, man merkt es. Die erste Halbzeit ist fast vorbei, 38. Minute schon und es ist ein sehr schweres Spiel für den FC Chelsea. Denn Benfica Lissabon steht hervorragend hinten drin und dieser Ball kommt wieder nicht an. 40 Minuten durch, Salvio hat den Ball. Natürlich ein 1:0 wäre eine Katastrophe. Also mit einem 1:0 nach Lissabon zu reisen, das wäre extrem katastrophal, denn da wird es weiterkommen extrem schwer. Da wird Lucy wieder klasse auf den Posten. Weiter geht's über Samuel Eto'o. Jetzt Eto'o. Muss hier irgendwie schauen, dass er die Mitspieler mitreißt. Er kommt da nicht so richtig mit. Jetzt ist er von 3 im Gegenspiel umzingelt, bringt den Ball aber trotzdem zu William. William weiter zu Van Ginkel. Van Ginkel zu David Silva. David Silva, mein Gott, wie soll er da durchkommen? Es sind 4, 5 Leute um David Silva rum. Bringt den Ball trotzdem mit der Riesenchance zum Ausgleich. Für Matic. Riesenchance. David Silva macht das hervorragend. Bringt den Ball zu Matic. Der hat Freischussbahn, aber aus dem Stand. Kann er nicht genug Wucht dahinter bringen. Es gibt Eckball für den FC Chelsea. Kommt gut rein, da ist Dante. Kommt nicht zum Kopf, aber es gibt Elfmeter. Handspiel. Handspiel von Benfica Lissabon. Luisao mit dem Handspiel.
Und jetzt, wer übernimmt diese wichtige Rolle nun? Es macht André Schürrle. Schürrle gegen Arthur Moraes. Schürrle, vielleicht zum Ausgleich für den FC Chelsea. André Schürrle hat die richtige Ecke und macht ihn rein. André Schürrle, 45. Minute, der Ausgleich für den FC Chelsea. Wichtiges Tor hier für den FC Chelsea. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bekommen sie den Elfmeter und Schürrle verwandelt ihn eiskalt. Klasse geschossen. Der Torwart hat die falsche Ecke. Und André Schürrle macht das ganz, ganz sicher. Und somit steht es 1:1. Ist nun ein gutes Ergebnis für die erste Halbzeit. Immerhin zumindest noch der Ausgleich. Das war wichtig. Das war extrem wichtig, das noch vor der Halbzeitpause hinzubringen. Natürlich begünstigt durch einen Elfmeter. Aber jetzt die nächste Chance für Benfica. Lissabon und dann fast wieder die Führung für die Gäste. Jetzt 45 Minuten ist rum und damit pfeift der Schiedsrichter auch ab. Die erste Halbzeit ist vorbei. Es steht 1:1 zwischen dem FC Chelsea und Benfica Lissabon. Lima in der 25. Minute zur Führung für Benfica und André Schürrle per Elfmeter zum Ausgleich in der Nachspielzeit. Hier sind wir noch mal ein paar Chancen. Ja, es war eigentlich jetzt nicht so das hochklassige Spiel. Hier sind wir noch mal das Tor. Ja, Dante mit dem Fehler. Und dann ist natürlich hinten offen. Dann hier nochmal die Riesenchance für Matic. Der anschließende Eckball hat dann zum Elfmeter geführt. Und der Elfmeter hier André Schürrle klasse verwandelt. Und hier dann nochmal die Chance direkt nach Wiederanstoß. Aber da war nichts drin. So, hier die anderes Ergebnis. Oh, Barcelona führt gegen Manchester United. Das ist natürlich schon sehr schlecht für ManU, weil ich glaube, dann wäre Barca schon fast weiter, wenn die 1:0 in Manchester gewinnen. Gut, Fitness schaut eigentlich nur relativ gut aus. Also Dante mache ich mir große Sorgen, dass der durchkommt. Gut, weiter geht's. Zweite Halbzeit geht los. Der FC Chelsea hat Anstoß gegen Benfica Lissabon. Momentan steht es 1:1. Wäre ein gutes Ergebnis für Benfica Lissabon und ein weniger gutes Ergebnis für den FC Chelsea. Denn damit müssten sie in Lissabon schon mindestens ein Tor schießen. Sonst wären sie draußen. Also wir haben ja nur 45 Minuten Zeit, um das Ergebnis besser zu stellen. Aber jetzt kommt erstmal Benfica Lissabon über Rodrigo. Rodrigo, hoher Ball auf Sulejmani. Oh, da springt Kallas undur, aber Dante kommt ran, macht das sicher. Und weiter geht's über Willian. Willian zu Van Ginkel. Und Benfica Lissabon bleibt weiterhin sehr, sehr defensiv hinter. Also meistens sind nur ein, zwei Spiele wirklich im Offensivbereich tätig. Und stark gemacht hier von Maxwell, setzt sie durch, aber Salvio kommt da zur Rettung. Jetzt Maxwell mit der Flanke, die kommt nicht schlecht, aber Samuel Eto'o kommt da nicht zum Ball, weil ein Gegenspieler schon vor ihm am Ball ist. Und da ist schon wieder die Chance geklärt, aber Chelsea drückt jetzt. Chelsea merkt, die müssen hier auf jeden Fall vielleicht nur einen drauflegen. Ein 2:1 wäre nicht das Traumergebnis, aber auf jeden Fall besser als ein 1:1. Jetzt David Silva. David Silva läuft und verliert den Ball. David Luiz. So, André Schürrle. Schürrle, der Torschütze per Elfmeter zum 1:1. Bekommt hier wieder den Ball. Jetzt André Schürrle. Ganz drüben wäre Willian gewesen, hat er leider nicht gesehen. Samuel Eto'o, aber das ist eng. Das ist zu eng. Benfica Lissabon macht das sehr, sehr stark hin drin. Stehen mit Maus und Mann hin drin und versuchen es mit schnellen Konter, wie hier über Lima. Lima, Tor steht zum 1:0, jetzt in einer guten Chance zur Flanke. Da muss Maxwell aufpassen, macht er gut. Und erstmal raus das Ding. Erstmal raus das Ding, aber dann Foulspiel hier von Van Ginkel. Und jetzt schnell ausgeführter Freistoß aus so einer Position. Jetzt wird es richtig gefährlich, 2:1. Perez, 60. Minute, 2:1 für Benfica Lissabon. Das ist ein harter Schlag, da haben sie ordentlich gepennt. Startet dadurch, David Luiz rutscht vorbei am Ball und damit fällt das 2:1 für Benfica Lissabon. Das ist jetzt ein hartes Ding, das ist richtig heftig, aber der schnell ausgeführte Freistoß, der hat sich doch sehr irritiert, weil aus so einer Position führt man nochmal sehr, sehr selten Freistöße so schnell aus. Aber das ist jetzt natürlich ein heftiger Schlag hier für den FC Chelsea. Jetzt wird es natürlich extrem schwer hier das Weiterkommen zu sichern. Das wird nicht einfach werden. Das wird auf jeden Fall auch in Lissabon extrem schwer werden. Nächster Fehlpass. Das darf noch nicht wahr sein. Es läuft heute nicht. Nächster Konter. Ist das das 3:1? Beim 3:1 kann man schon fast vom Ausscheiden sprechen. Nächste Chance. Kallas ist dran. David Luiz und Dante können klären.
Jetzt David Luiz mit dem weiten Ball zu Willian, der kommt nicht an. Sofort wie in die andere Richtung, aber stark dazwischen hier David Silva. David Silva zu Callas. Callas mit dem nächsten Ball zu Willian. Willian setzt sich durch. Jetzt die Chance für Willian. Willian mit der nächsten Chance für den FC Chelsea. Willian gehalten. Da kommt Samuel Eto'o nochmal ran. Und dann wird auf Elfmeter entschieden. Es gibt schon wieder Elfmeter. Wieder Elfmeter für den FC Chelsea. Wieder die Chance auf den Ausgleich. Sule Schmani geht, Markovic kommt. Nächster Elfmeter für den FC Chelsea. Was ist denn da los? Jetzt Eto'o gegen Moraes ist schon wieder. Eto'o, dieser macht's eh und dieser macht's ja auch drin. Samuel Eto'o, 68. Minute, 2:2. Was ist das für ein verrücktes Fußballspiel? Samuel Eto'o mit dem erneuten Ausgleich für den FC Chelsea. Wieder per Elfmeter. Diesmal nicht Schürrle, diesmal übernimmt es Eto'o und er macht ihn auch trocken rein. Aber was ist das für ein verrücktes Fußballspiel? Zweimal geht Benfica Lissabon in Führung. Zweimal kassieren sie dank eines Handelfmeters den Ausgleich. Was ist denn da los? Das ist sehr glücklich hier für Chelsea, das ist keine Frage. Aber wir werden gespannt sein, was hier noch alles passieren wird. Die Spielzeit ist noch sehr lang, fast noch 20 Minuten hier zu spielen. Plus die Nachspielzeit, also hier ist auf jeden Fall noch was drin, um den Sieger zu ermitteln. Jetzt Benfica drückt wieder. Die werden sich natürlich jetzt auch so langsam denken. Das kann es doch nicht sein. Zwei Tore gemacht, zweimal den Ausgleich kassiert. Und der Ball geht ins Aus und es gibt Abstoß für Petr Cech. So, nächster Wechsel. Amorim kommt, Faser geht. So, und wir wechseln auch mal ganz kurz aus. Ich sehe schon, sie sind schon wieder ziemlich am Ende. Dante so am Ende, den tue ich rausbringen für ihn. Ake, Ferus für David Silva. Und für andere Schölle, wen bringt man da? Gute Frage. Die sind alle kaputt, die sind alle so am Ende. Dann bringe ich Oscar für Schölle, zieh Ferus rüber, Ferus dann für William da drüben. Bisschen umbauen, aber muss drin sein. Die sind alle so kaputt, aber die letzten 20 Minuten, das wird jetzt noch eine wichtige Spielzeit. Das wird noch richtig wichtig für beide Teams. So, Wechsel. Dante darf raus. War am ersten Gegentreffer nicht gerade unbeteiligt. Und Ake darf rein. So, jetzt wird es natürlich interessant. 18 Minuten hier noch zu spielen. 18 Minuten. Schafft Benfica Lissabon den nächsten Führungstreffer. Zweimal sind sie heute schon in Führung gegangen. Zweimal. Und zweimal konnte der FC Chelsea aufgrund eines Handelfmeters austeilen. Jetzt Willian. Willian im Strafraum. Kommt nicht schlecht der Schuss. Jetzt wird es gefährlich. Kuddelmuddel. Und dann ist der Ball weg. Aber Callas bekommt ihn. Kann nachsetzen. Jetzt Callas mit dem Ball zu Van Ginkel. Van Ginkel aus der Distanz. Aber direkt auf den Torhüter drauf. Kein Problem für Moraes. Und sofort geht es in die andere Richtung. Natürlich, Benfica Lissabon sehr stark heute im Konterspiel. Das zeigen sie jetzt auch wieder. Guter Pass. Aber da wird Luis Matic vor den Gegenspielern am Ball. Und hier verliert erstmal Ferus den Ball. Jetzt wird es wieder gefährlich. Schöne Drehung vom Gegenspieler. Jetzt die Chance auf eine Flanke. Zögert so ein bisschen hinaus. Da kommt Callas. Und es gibt den ersten Eckball im Spiel für Benfica Lissabon. So, Lima geht raus, wie es ausschaut. Torschütze zum 1:0. Und für ihn kommt Funes Mori. So, und jetzt Eckball. Jetzt wird es natürlich nochmal richtig gefährlich hier. Aber wenig Stürmer mit vorne. Wenig Spieler mit vorne bei Benfica Lissabon. Nur zwei Stück im Strafraum. Aber der Ball kommt trotzdem und geht nicht rein. Riesendusel wieder für den FC Chelsea. Das gibt's euch. Die schwimmen hier auf diesen 2:2. Aber jetzt könnte es schnell gehen bei Chelsea. Jetzt über Samuel Eto'o. Jetzt, der konnte schön ausspielen. Eto'o schickt hier in der Mitte. Kommt einer. Da kommt Oscar, aber der kommt nicht ran. Da wird die Situation schon wieder dahin. Aber Benfica Lissabon macht mehr Druck. Jetzt Pereira zu Rodrigo. Schön gespielt, raus zu Salvio. Salvio mit dem Ball in die Mitte, aber der steht im Abseits. Abseitsentscheidung hier schon mal an. Korrekt, jawohl. Wäre es uns sehr gefährlich geworden, da hat er sehr viel Platz. David Luiz war da weit weg vom Gegenspieler. So, 7 Minuten noch. 7 Minuten, es steht 2:2. Das ist natürlich kein Traumergebnis fürs Rückspiel. Nächster Fehlpass von Maxwell, aber kann ihn abfangen. Und David Luiz hat ihn. Jetzt Maxwell. Raus zu Willian. Willian. Da geht Matic in der Mitte. Matic zu Samuel Eto'o. Eto'o. Zu Oscar. Oscar steckt durch zu Eto'o. Der kommt nicht hin. Schade. Gut gespielt. Gut gedacht. Aber da kommt Samuel Eto'o nicht mehr ran.
Und es sind nur noch 4 Minuten. 4 Minuten plus die Nachspielzeit. Immer noch 2:2. Das wäre natürlich ein extrem spannendes Ergebnis fürs Rückspiel in Lissabon. Hier sehen wir es, Willian, 10 Torvorlagen, einer der besten Torvorlagengeber in der Premier League. Vielleicht trifft er heute auch mal wieder. Jetzt Maxwell, lässt sich hier von Perez austricksen. Nächste Chance vielleicht für Benfica, aber David Luiz ist dazwischen und jetzt über Willian. Willian, die will zu Eto'o, natürlich, Chelsea muss jetzt erstmal nachlaufen und jetzt vielleicht die Chance über Samuel Eto'o. Der baut jetzt das Spiel auf, Eto'o, der kann noch, der will noch. Aber wird hier eingeholt von Salvio und jetzt wird es natürlich schon wieder eng, weil jetzt sind schon wieder 2-3 Gegenspieler gegen ihn. Spiel zurück zu Maxwell, der in die Mitte zu Matic. Matic, weiter zu Van Ginkel. Van Ginkel sieht da Kallas. Kallas, Kallas, Kallas mit dem Schuss und an dem Pfosten! Kallas mit dem Pfostenknaller in der letzten Minute und das Spiel ist aus. Das gibt's doch nicht. Jetzt nochmal riesen Pech hier für den FC Chelsea in der letzten Sekunde. Fast noch die Führung für den FC Chelsea London. Das gibt's doch richtig bitter hier. Das Spiel ist aus. Es steht 2:2 zwischen dem FC Chelsea und Benfica Lissabon. Und das ist natürlich nicht das beste Ergebnis für ein Rückspiel. Das war keine gute Leistung heute vom FC Chelsea, aber Benfica Lissabon hat das sehr, sehr gut gemacht. Und ja, das wird eine Mammutaufgabe in Lissabon. Das wird nicht einfach. Da müssen wir auf jeden Fall mindestens 2 Tore schießen. Das wird nicht einfach. Das wird alles andere als einfach. Hier sind wir mal drauf. Hier natürlich der Fehler von Dante. Ja, dann war es klar. 1:0 für Lissabon. Dann hier Schürrle per Elfmeter. 2 Elfmeter für Chelsea. Wenn wir die nicht bekommen hätten, dann wäre es wahrscheinlich nur anders ausgegangen. Hier ist schön gespielt. Da David Luiz vorbei, dann Samuel Eto'o mit dem 2:2 wieder per Elfmeter. Und hier nochmal Kallas. Der kommt wunderschön und geht an den Pfosten. Mann, 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 fast der Sieg noch. Hier sehen wir es, das waren relativ, ja ich würde sagen, Benfica Lissabon hat nicht viele Chancen gehabt, aber die haben halt defensiv so stark verteidigt. Ja, bester Spiel Morales, der hat wirklich gehalten, was er konnte, aber das war kein gutes Spiel vom FC Chelsea. Das wird schwer. Barcelona gewinnt gegen Man U und von Manchester United wird es noch schwerer. So, wir schauen jetzt gleich mal drauf auf die Hinspiele. So, was haben wir denn da? Ja, passt schon, Pressekonferenz. Ja, wir müssen auf jeden Fall uns FC Chelsea mal motivieren. Peter Cech bedankt sich, dass er spielen dürfen, kein Problem. War bei den Gegentoren eigentlich relativ machtlos. Gut, wir wollten jetzt mal auf die Champions League Achtelfinale draufschauen, auf Begegnungen. So, wo haben wir es denn? Champions League Achtelfinale. Gut, schauen wir mal drauf. Also, Manchester City gewinnt 2:1 gegen Atletico. Die Bayern nur unentschieden gegen Olympiakos, Piraeus. Dann Schalke verliert gegen Arsenal 2:0. Milan gewinnt nur 2:1. Wir spielen nur 2:2 gegen den Benfica Lissabon, denn Man U verliert 2:0 gegen Barcelona. Porto gewinnt 2:0 gegen Juve und Real Madrid 2:1 gegen Borussia Dortmund. Also es sind, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessante Spiele. Also ich kann sagen, dass halt kein Team bis jetzt sicher weiter ist. Also gut, Barcelona hat wahrscheinlich jetzt die besten Chancen, da weiterzukommen. Aber sonst hat eigentlich jedes Team noch eine gute Chance, weiterzukommen ins Viertelfinale. Oh Mann, das hätten wir auf jeden Fall irgendwie besser gestalten müssen. So, schon mal auf die Liga-Tabelle. Da sind wir momentan 11 Punkte vor Liverpool und 12 Punkte vor Manchester United. Gegen Fulham müssen wir jetzt. Fulham ist irgendwo auf Platz 11. Und gegen die haben wir, glaube ich, bis jetzt unseren höchsten Saisonsieg gefeiert gegen den FC Fulham. Gut, ich wollte nur irgendwas ganz kurz schauen. Jetzt weiß ich aber leider nicht mehr, was. Doch, auf dem Kalender wollte ich schauen. Auf dem Kalender, ja gut, das geht glaube ich. Wenn wir hier das Finale, das Achtelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon, dann soll die das schon schaffen, dass bis dahin wieder alle Stars fit sind. Aber da kommt auch wieder ein wichtiges Spiel, Kapitel One Cup-Finale, dann gegen Tottenham. Das sind natürlich jetzt richtig, die 2 Tage, die würden wir Fitness richtig zerstören. Also die werden wirklich richtig hart gegen Fulham und gegen Crystal Palace. Da bin ich schon gespannt, wie das machen wir. Gut, aber das sehen wir dann erst im nächsten Part. Dann für den Sei danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.